Willkommen zurück bei einer kleinen Analyse hier unserer Sachen, die wir ja im letzten Teil gefunden haben, der NRW über 18, wieder zurück. Und wir haben jetzt noch die Senfkörner und das schmutzige Stück Seil. Jetzt ist die Frage, was das ist. Spirit, das ist... Ach so, guck mal hier. Alkohol, Säure, Lösungsmittel, Wasser. Tudum, tudum, tudum. Nein, das nicht. Ha! Säure? Nein. Alkohol sauber waschen? Nein. Was soll denn der Scheiß? Jetzt ist die Frage. Nichts. Nichts. Wo muss ich jetzt die Senfkörner reintun? Mal sehen, ob ich mit meinen Chemikalien und dem Apparat eine Reaktion erzielen kann. Aha! Hoppla! Vielleicht, wenn ich Hitze hinzufüge? Wo ist denn hier der Bunsenbrenner? Ach so, Moment. Streichhölzer. Voll elektrisch hier. Data analysiert. Was ist denn jetzt los? Was geht denn da ab? Ach, der hat das gemischt, oder was? Unglaublich. Ich sehe eine große Menge Opium gemischt mit einem Morphiumkonzentrat. Die übrigen Elemente sind mir ein Rätsel. Oh, faszinierend. Okay. Wahnsinn, Wahnsinn. Was für eine Apparatur. Mal sehen, ob ich mit meinen Chemikalien und dem Apparat eine Reaktion erzielen kann. Lösungsmittel vielleicht diesmal? Ja. Oh, jetzt müssen wir uns das ganze Spielchen wieder angucken. Nein. Die Flamme entfährt. Doch, wir müssen es angucken. Aber geile Idee, das so zu mixen, muss man sagen. Das ist zweifellos mit Wasser vermischter Kohlenruß. Und da keine Salzteilchen enthalten sind, muss es Süßwasser sein. Mhm. Ich sollte aus dem Fenster schauen, um zu sehen, wo Watson ist. Jetzt schau mal aus dem Fenster. Ach, er steht blöd rum. Jetzt stehen wir blöd rum? Ach, jetzt sind wir... Wie geht's, mein Junge? Hallo, Sir! Mein Partner Sherlock Holmes sagte, dass du vielleicht Informationen für ihn hast was war es nochmal? Die Prinzessin, Chef! Er wollte was über das Gerücht über diese Prinzessin wissen, die zu Besuch kommt. Aufregende Sache. Ihr Leibwächter ist verschwunden, gleich am Morgen, nachdem sie angekommen ist. Netter Beruf, den Leib einer Prinzessin zu bewachen, nicht, Sir? Die sagen, er ist aus der Stadt verschwunden. Wollte es bei den Damen probieren, wenn sie wissen, was ich meine. Auf jeden Fall wurde er von einer Bande Schläger gefangen. Wer hätte ihn sonst übers Ohr hauen können? Ein richtiger Riese war er, das sagen alle. Kriege ich jetzt meine Münzen, Sir? Oh, danke, Sir. Vielen Dank. Na dann. Strand! Strand! Kaufen Sie den Strand! 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 Kaufen Sie den Strand! Moment, kann ich jetzt wieder hoch zu Holmes? Tatsächlich. Tup, 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 tup. Cool. Wir können uns hier tatsächlich jetzt alles angucken. Das, was man vorher mit der anderen Kameraperspektive nicht konnte. Ach, guck mal, jetzt geht die Tür nach innen auf. Das ist ja auch logisch. Holmes... Bitte, Watson, überlassen Sie mich meinen Gedanken. Ich muss mich konzentrieren. Aber er hat doch gerade eben aus dem Fenster geguckt. Das ist auch geil, wenn man der Figur so eine Weile zuguckt. Okay, dann eben nicht. Warte mal.
Okay, wir haben leider auch nur wieder die wenigen Hotspots. Okay, schade, schade, schade. Das heißt, draußen haben wir irgendwas übersehen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, was. Aber die andere Frage ist, kann ich mich mit denen unterhalten? Nein, kann ich nicht. Den kann ich mich auch nicht unterhalten. Stehen die immer noch hier? Tatsächlich. Ah, Dr. Watson. Gibt es was Neues? Ja, schön, dass du... Doktor? 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 Och Mann, was will der denn jetzt hier von mir? Ach so, ich soll... Ja, stimmt, er hat gesagt, ich soll hier in die Buchhandlung gehen. Stimmt. Das hat er zwar gesagt, bevor... Aber egal, das ist vollkommen wurscht. Tup, 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 tup. Ring. Guten Tag, mein lieber Barnes. Wie geht es Ihrem... Sagen Sie, Dr. Watson, Ärzte müssen doch die Angelegenheiten Ihrer Patienten vertraulich behandeln, oder? Natürlich. Was meinen Sie damit? Vor einem Augenblick kam Holmes in meinen Laden und schien sehr gut informiert über die Einzelheiten meines jüngsten Unfalls. Sie und ich wissen beide, dass es nur eine Person gibt, die über meinen Zustand Bescheid wusste. Richtig? Sir, ich kann Ihnen versichern... Nein, bitte sagen Sie nichts. Es ist so einfach, sich über meine Verzweiflung lustig zu machen. Aber ich liebe Sie. Können Sie das nicht verstehen? Ich liebe Sie. Ja, natürlich. Tja, eigentlich bin ich nur hergekommen, um zu fragen, ob Sie ein Buch über die Maori haben. Hier drüben, ganz unten im Regal. Aha. Ganz unten im Regal. Aha, warte mal. Hiermit ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Die Maori. Jetzt weiß ich auch, wie man sie ausspricht. Ach, wo hat der jetzt hingezeigt? Ich hatte gerade in dem Moment woanders hingeguckt. Verdammte Asche. Mann. Ganz unten im Regal. Wo soll das sein? Wo hat er hingezeigt? Da. Liegt zwar auf dem Tisch. Menschen am Ende der Welt. Man sollte sie... Oh nein. Muss ich das jetzt wieder alles? Ach komm. Wir haben wieder Lesestunde, also lehnt euch zurück. Menschen am Ende der Welt. Man sollte sich bewusst machen, dass die Maoris ihre bildhafte Schrift benutzen, um sehr viel mehr als nur künstlerische Gefühle damit auszudrücken. Zunächst muss man wissen, dass Träume im Zentrum der Spiritualität der Maori stehen. Alten Stammesgeschichten zufolge lebten alle Menschen gemeinsam in einer großen Traumwelt und unsere einzelnen Träume schaffen eine Verbindung zu den unsichtbaren heiligen Geistern, die uns ständig umgeben. Wenn ein Maori einen besonderen Traum mit prophetischer oder moralischer Bedeutsamkeit hat, zeichnet er die wichtigsten Szenen mit Symbolen in die Erde. Haben wir ja gesehen, in der Hütte. Also ist es ein Maori, das wissen wir auch. So. Diese Zeichnungen werden dann von Schamanen des Stammes gedeutet. Dieser kann eine radikale Lebensänderung anordnen, je nachdem, was der Traum ihm über die Zukunft sagt. Dieses Verhalten ist für Mitglieder einer zivilisierten Welt wahrscheinlich unglaubhaft. Wir brauchen harte Fakten und denken lange nach, manchmal zu lange, bevor wir wichtige Umstände unseres Lebens ändern. Doch unsere wissenschaftlichen Beobachtungen haben in den letzten 10 Jahren mehrere interessierte Dinge zutage gebracht. Zunächst inspirieren nicht alle Träume der Maori sie zu diesen Zeichnungen. Zweitens, wenige der gefundenen Zeichnungen tragen wirklich wichtige symbolische Bedeutung von Ereignissen, die das Stammesleben beeinflussen. Die prophetischen Vorhersagen sind also sehr selten. Wie zuvor schon erwähnt, ist die Deutung eines Traumes als Verbote großer Veränderungen kaum erschreckend in diesem wilden, lebensfeindlichen Land, denn die Vorbote, stand da, nicht Verbote, sondern Vorbote, Natur tobt an Orten wie diesen. Der Schamane weiß, dass die Botschaft eines Geistes in Form eines Traums eine Sache von Leben oder Tod ankündigt. So kommen wir zu folgender Schlussfolgerung. Trägt nicht auch unsere gebildete westliche Welt die Sinne dieser primitiven Leute in unterdrückter Form in sich?
hält sich allerdings für nieder, meiner Ansicht nach zu Unrecht, und wertlos? Können wir denn mit all unseren wissenschaftlichen Geräten und unserem überlegenden Wissen die vielen Katastrophen vorhersehen, die uns mit gleicher Wahrscheinlichkeit bevorstehen? Wenn eines Tages die Apokalypse ausbricht, bin ich sicher, die ersten Warnhinweise erscheinen nicht in der August-Ausgabe unseres Wissenschaftsmagazins oder auf den Fluren der Regierung, sondern in den einsamen Zeichnungen eines nackten, ungebildeten Aborigines auf dem Boden im Busch. Er wird vielleicht die Zeit haben, sein Volk in Sicherheit zu bringen. Aber wir? Naja, finde ich jetzt ein wenig übertrieben, aber nun gut. Es ist halt ein Buch. Wir haben es. Also zurück zu Holmes. Tup, tup, tup. Tup, tup, tup. Ich nehme es. Auf Wiedersehen, Barnes. Barnes. Die Betonung von dem. Ja, ja, ja. Hier raus. Ring. Mal geht die Tür nach innen auf, mal geht sie nach außen auf. Ach, ist das herrlich. La, 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 la. Ach, oh Mann. Dieses Stehenbleiben immer. Also ich glaube, so werde ich auch das restliche Spiel machen, weil dieses... Also um sich zu bewegen, ist die Ansicht hier um Längen besser als die andere. Aber um nachher zu arbeiten, ist natürlich wieder die andere wesentlich besser. Also es ist... Ja, Da ist er. Holmes. Holmes, was um Himmels Willen haben Sie zu Barnes gesagt, das ihn in eine solche Verfassung gebracht hat? Jetzt nicht, Watson. Obwohl ich sicher bin, dass Ihre Neuigkeiten höchst bedeutend sind, aber Sie müssen warten. Wir setzen da eine einzigartige Angelegenheit zusammen. Diese Entführungsgeschichte ist viel komplexer, als es den Anschein hat. Wie ich bereits bemerkte, müssen wir als nächstes die Arbeitsstelle eines der Schurken herausfinden, die den jungen Maori entführten. Aus welchem Teil von London könnte so ein Mann stammen? Woher soll ich das wissen? Was? Ich soll das... Was? Das ist ja jetzt ein Scherz. Das ist ja jetzt echt ein Scherz. Aus welchem Teil von London stammt einer der beiden Entführer des jungen Maori? Oh Gott, das hatte... Oh nee, oh nee, oh nee. So, London, Sherlock, Schlussfolgerung bei... So. Kommen Sie, Watson, wir müssen zurück in die Bakersfield. Was haben Sie mit so... Ist das denn weg? Ich wünsche Ihnen einen... Leider Vergnügen, nicht verzögert. In Wahrheit spreche ich Neuigkeiten. Ihren Diener oder Gesellschaft, zwei Männer. Einer der beiden ist ein mittlerer Größe, sehr stämmig und von reifem Alter. Sein Beruf, der den Schlüsselelementen in einer Untersuchung dieses Falles darstellt, werde ich innerhalb weniger Stunden bestimmen. Die anderen ist ein junger Hindi. Er steckt etwas Düsteres hinter diesen Ereignissen. Als Diener war er unfreiwillig bei diesem Mann. Verweise. In diesem Augenblick sind die Gründe. Rückkehr zur Baker Street. Holmes, ich muss profitieren. Watson, Watson, Watson. Experimentieren, Theorie prüfen. Lebenskranken Börsen. Ja, Maori-Tradition. Das kennen wir ja alles. Zeitungs mit denen. Ein Geizhals? Die Kosten meiner Patienten? Ja, das hatten wir auch. Watson und der Zeitungsjunge. Watson stattet Burns einen Besuch ab. Mein Laden sehr. Ja, das war das. London. Bericht. Ah, Namen. Ein junger Maori namens Baupa. Oh Gott. Als vermisst gemeldet. Relevant. Wo hab ich das gesehen? Befassen wir uns. Bedenkt man Sitten Heimatlandes? Kurz, ich fälle ab die Tatsachen ähneln. Hier! Einwanderer aus dem Armenviertel wurden von ihren Familien als vermisst gemeldet. Wir glauben, dass ein drittklassiges Bordell an den Türen. Als vermisst gemeldet. Hm.
Früh am Morgen in der Baker Street. Der kleine Zeitungsjunge. Barnes Buchladen. Captain Stanwicks Aussage. Es ist ja so. Verdammt. Mein Diener hat mich mitten in der Nacht verlassen. Verdammtes. Treffen bin ich im Land. Wenn er hier geschrieben hat, wir sind vor jetzt mehr als 5 Monaten aus Australien zurückgekehrt. Aber zu einer Ehre muss ich sagen, wir haben das Haus bisher nicht verlassen. Er hat Angst vor der Stadt und viele Bewohner des offenen Geländes. Das heißt, wie erreicht man England über, also zur damaligen Zeit, über die Wasserwege? Das heißt, ich würde jetzt sagen, Hafen. Aus welchem Teil von London stammt einer der beiden Entführer des Jungen? Ach so. Stimmt. Boah. Leck mich! Am Affenarsch. Dialoge, Textdokumente, Zeitungen sind Menschen an. Ne? Das sind die Berichte. Hanfsal. Fußspuren bei Stanwick. Maori-Zeichnung, Pflanzenfahrer. Maori ist die Silhouette eines Menschen. Pflanzenfasern. Fußspuren ist das die Fußspuren, die Mauer, das ist England, eine neue Spuren, das war Objekt, einfach mit den Schlussfolgerungen. Der Mann hatte einen gewichtigen Fußspuren, eine Saison des Schuss fehlt. Bars eines Meeresfischen von Hohen Fischsuppe, Fischsuppe, gefunden an den Fußspuren in Stanwicks Garten. Meeresfische. Stoffwetzen gefunden bei Stanwick auf dem Tier. Ohne den ersten unterbrüchtigen und Türschlüssel erklärt seine großen Tür. Und ist erst kürzlich nach England gekommen. Also ich vermute, dass es der Hafen ist. Ganz ehrlich. Was haben wir denn? Ich versuch's jetzt einfach mal. Hafen. Ja, Watson. Es besteht kaum Zweifel. Unser Mann ist ein Kahnführer, der an den Kais der Themse arbeitet. Genauer gesagt ist es seine Aufgabe, Fische, die von verschiedenen Schiffen hereingebracht werden, zu transportieren und weiterzuleiten. Unser nächster Schritt ist klar. Wir müssen ein Taxi finden und uns rasch zur Themse begeben, in die Nähe der Lagerhäuser. Na? Okay, dann würde ich sagen, auf geht's! Wieso habe ich jetzt ein Messer? Cool. Also ich muss wahrscheinlich dann gar nicht runter zu der Droschke. Aber ich mach's trotzdem. Sieht bestimmt schöner aus. Hallo, raus. Guten Tag, Mr. Holmes. Guten Tag, okay. Das hat jetzt nicht viel gebracht, okay. Wir gehen nach Kai Nummer 3. Gehen wir, genau. Warum sind wir hier, Holmes? Brrr, hier ist es ziemlich finster und so kalt. Genau, Watson. Ah, gut. Da ist ein Pub. Drinnen können wir uns aufwärmen. Ausgezeichnet, Holmes. Ein Pub? Das ist ein Pub? Ah, ja. Hier draußen haben wir sonst nichts? Nein. Dann gehen wir in den Pub. Doppeltür. Uiuiui. Brrr, kalt hier. Ah, ja, renn doch mal den Watson um. Guten Tag, Sir. Hätten Sie 2 halbe Ihres besten Biers und einige Informationen für uns? Sehr gern, Sir. Was kann ich für Sie tun? Mein Freund und ich suchen einen Mann, der auf einem der Fischerboote an den Docks arbeitet. Der Name des Schiffes ist mir entfallen, aber ich weiß ganz sicher, dass es einen Kohlenkessel hat. Nun ja, solche Boote liegen hier täglich zu Dutzenden vor Anker. Was können Sie mir über sein Aussehen sagen? Nur, dass er ein stämmiger Mann ist, etwa so groß, trägt eisenbeschlagene Sohlen. Das ist keine große Hilfe. Sie haben gerade die Hälfte meiner Kunden beschrieben. Ich kann Ihnen nicht helfen, aber versuchen Sie es einmal bei Harper. Er lebt in einem Haus hier in der Nähe, hinter der Brücke, bei den Lagerhäusern.
Sie können das Haus nicht verfehlen. Es ist ein großer Anker darauf gemalt. Aha. Ich stehe in Ihrer Schuld. Nur aus Neugier. Was hat Ihr Freund für ein Problem? Er wartet schon seit Ewigkeiten auf eine neue Holzhand. Die sollte gestern hier eintreffen, aber sie ist noch immer nicht da. Er ist ziemlich deprimiert und hat sich deshalb aufs Trinken verlegt. Teufel! Letzte Nacht weckte mich ein gemeiner Floh und ich hatte bloß den Haken an meiner Kratzhand. Und als ob das nicht genug wäre, stellen Sie sich vor, letzten Sommer hatte ich Würmer. Würmer? Ja, genau, Würmer. Ein plötzlicher Angriff mitten in der Nacht und wieder nur eine Hand und der verdammte Haken alle anderen. In meinem Elend habe ich die falsche Hand benutzt. Himmel, Himmel, ich konnte 3 Wochen nicht sitzen. Meine Herren, danke nochmals. Einen schönen Tag noch. Das war mein Gespräch. Oh wei, oh wei, oh wei. Entschuldigung, Sir, könnten Sie... Ich bin nicht in der Stimmung für eine Unterhaltung. Lassen Sie mich mit meinem Trink allein. Okay. Es wird wieder Zeit für die Ego-Perspektive. Aber hier können wir nichts machen. Schade, schade. Captain Hook. So, hier können wir wahrscheinlich nicht rein. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Keinen Grund hat er. Was ist das? Eine Leiter. Die wir aber eh nicht anklicken können. Gut, dann geht's wieder raus. Jetzt geht die Tür wieder nach außen auf. Ach ja. Warum rennt Watson mir so hektisch hinterher? Aber auch wieder... Oh. Naja. Mit der Kulisse hat man sich nicht so... Oh. Ganz so viel Mühe gemacht. Fischernetze. Das war auch geil, dass wir... Das hören, wenn er durch Wasser geht. Oh, schade. Ins Wasser springen kann er nicht. Schade, schade. Haben wir hier irgendwas? Nein. Aber hier kann ich durchgehen, das ist schön. Aber keine Hotspots, da ist ein... das fährt sogar. Das ist ja geil. Hallo, hier. Guck mal, das fährt ohne Besatzung. Aber cool, dass man an sowas hier gedacht hat. Doch, muss man sagen. Und es fährt auch ohne Antrieb. Es gleitet. Oh wei, oh wei, oh wei. So, hier, ja, sehr schön. Jetzt wieder eine Treppe nach oben. Und ist ein Anker drauf gemalt. Das ist der Leuchtturm. Mhm. Da gibt's auch nichts. Oh, das sieht alles so verführerisch aus, als wenn es hier irgendwo noch was gäbe. Ah, da ist der Anker. Da gibt's nichts. Da gibt's was. Hier gibt's was. Oh, das sieht ja schick aus. Das sieht ja echt schick aus hier. Guck mal hier. Hier werden die Schiffe dann zu Wasser gelassen. Wir aber nicht weiter können. Schick, schick. Gut, dann würde ich sagen, soll es das auch, glaube ich, jetzt hier gleich schon fast gewesen sein. Da liegt ein Buch. Was ich aber nicht nehmen kann. Schade. Findet man mal sowas. So, da ist das, wo ich eigentlich hin muss. Also gehen wir erstmal hier rein. Gucken fest mal. Verschlossen. Hier ist niemand. Na toll. Da ist ein Junge am Fenster. Wo war das Fenster? Da war's. Hallo. Mach mal auf hier. Hier ist der böse Mann. Ach, da. Was
machen die? Betet die? Hallo? Wieso kann ich denn jetzt meine Perspektive nicht ändern? Klopf doch vielleicht. Hat der nicht gerade... Entschuldigen Sie die Störung, aber ich suche einen Mann namens Harper. Kennen Sie ihn? Er wohnt direkt gegenüber. Er weg. Bort. Ach, nee. Bort. Watson, ich kenne diesen Akzent. Hindi. Diese Leute sind Nepalesen und wie das Glück so spielt, bin ich vertraut mit diesem Dialekt. Nepalesisch? Sind Sie sich sicher, Holmes? Achonitra. Chegungsha Nitra. Ameta. Taramita. Die Frau sagt, ihre Familie hat ein schweres Unglück erlitten. Dieser Altar ist für ihren 16-jährigen Sohn, der erst vor einer Woche verschwand. Vielleicht hat er auf einem Schiff angeheuert oder sich in ein anderes jugendliches Abenteuer gestürzt. Ilkuga Bratsem. Kutsabinga Kom. Bobetra. Sie sagt, es wurde ein Mann in der Gegend gesehen, der sich nach ihrem Sohn und seiner Familie erkundigte. Der Mann arbeitete in den Docks und hatte ein Silberauge. Ja, genau. Es war ein abstoßender Mann mit einem Silberauge. Malinhe Gas. Shunse Broket Hadu. Weicht Uichata. Sie sagt außerdem, dass die Habseligkeiten ihres Sohnes auf diesem Altar liegen. Sie sagt, wir dürfen sie untersuchen und alles mitnehmen, das uns dabei helfen könnte, ihren Sohn zu finden. Aber was hat das mit Captain Stenwicks Diener zu tun? Na, vielleicht sind's dieselben oder kommen von denselben... Ist ja egal, von demselben Stamm. Ja, Freunde, das werden wir alles tun, aber erst im nächsten Teil. Hier ist jetzt erstmal Schluss und auch für heute Schluss. Ich werde nämlich jetzt noch rendern und dann auch gleich ins Bett gehen. Ja, und dann sehen wir uns hier hoffentlich beim nächsten Mal alle wieder. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu.